Du greifst ihn an. Also ja, ich darf nicht vergessen, dass hier ist ein Taktikspiel. You got it. I'll do it for the North. Consider it done. Und ich schalte jetzt mal einfach die KI aus. Moving cautiously. Oh, stimmt ja. Bonnie. Hab's Waffen vergessen. Sorry, can't do that. Just point me in the right direction. Ach so, ich muss bei allen die KI separat abschalten. Right. Jetzt steht er schon wieder da hinter mir. Die Vendrin-Wache hier ist kaum verletzt. Das ist blöd. Ich bin vergiftet. Ist auch nicht so gut. Well, I got it. Du stehst nur doof rum. Auch wieder nichts geworden. Also ne, wenn sie doof rumstehen und sich nicht verteidigen, ist es schlecht. Und wenn sie Fähigkeiten benutzen, ist es auch schlecht. Von daher haben wir mal bleiben wir bei Gruppe verteidigen, aber du benutzt keine Fähigkeiten. Du benutzt keine Fähigkeiten und du benutzt keine Fähigkeiten. So. Right. Was ich auch machen könnte. Honey. Außer hier jeden zu buffen. Quite down. On it. So, ist sie so anzusaufen. I will aid you. Der Vendrin-Wache scheint das schon mal nicht zu bekommen. Der da macht mir eigentlich so das Hauptproblem. Du heißt dich mal selber. Your will is weak. Du bist jetzt verletzt. I'm not built for this sort of life. Gut, damit kann ich arbeiten. Du heil mal ihn. Okay, ausgeschalten.
For the Queen! Jetzt ist er wieder unsichtbar geworden. Du bist die Sonnenwache, aber ich will erstmal den Grenzläufer loswerden. Halt sehen, wenn das noch möglich ist. Ja, irgendwie war es möglich. Hat nur nicht lange vorgehalten. Okay, du bist gegen ihn gebunden. Dann hauen wir den da noch um. Ouch. Dark all of a sudden. Machen wir die Sonnenwache ein bisschen schwächer. Unstoppable! So. Jetzt sind beide wieder verwundet. Mit 3 Wunden. I got it. Nicht so schön. Und da fehlt sogar noch ein Gegner. Sorry, can't. Also da steht noch ein Gegner rum. Bronzener Wurfspeer, Bronzehammer und ein Schleifstein. Ja, der Bogenschütze, der hat es irgendwie nicht mitgekriegt. I'll tear your skull out by your ass. Aber der dürfte eh nicht viel aushalten. So, gut. Du da, du gehörst nicht zu den Eidbrechern. Nein, ich gehöre zu mir selber. Ich bin Schicksalsbinder. Ah, ein Schicksalsbinder. Was für ein Glücksfall. Der Texter klopft sich zum Salut in die Brust. Für uns, meine ich. Für die Eidbrecher ganz und gar nicht. Er verzieht seinen rechten Mundwinkel zu einem schadenfrohen Schmunzeln, also das Massaker betrachtet, das du zurückgelassen hast. Beabsichtigt oder nicht, für deine Hilfe stehen wir in deiner Schuld. Ich muss mit Kommandant Eisenkern sprechen. Wo ist der Rest von euch? Wurde ein Teil deines Trupps getötet oder versprengt? Den Salut erwidern, seid gegrüßt, mit steiniger Miene starren. Na, es gab wirklich keinen Grund, sich in den Kampf einzuschalten. Sei gegrüßt. Er öffnet seinen schmutzverkrusteten Lippen zu einem erleichterten Grinsen. Mögen die Steine deine Schritte leiten und mögst du auf festem Boden gehen, ohne zu wanken. Ich muss mit Eisenkern reden. Mit bebenden Fingern schiebt sich der Erdtexter seine Kapuze über die verschwitzte Stirn zurück und schaut noch einmal zu der Gruppe erschöpfter geschundener Magier herüber, bevor er dir direkt in die Augen schaut. Ich fürchte, ich muss genügen, denn ich bin der Magier, der diesen Zirkel führt. Erdhexer Hellspat zu deinen Diensten. Moment, euer Kommandant ist nicht mitgekommen. Wo ist der Rest? Wurde ein Teil eures Trupps getötet oder versprengt? Der Kommandant ist nicht mitgekommen. Beim Respekt, Schicksalsbinder, aber das ist keine Sache, für die ich von dir Verständnis erwarte. Wir könnten Kern auf keinen Fall im Steinmeer zurücklassen. Er blinkt leicht erzürnt den Nasenflügel. Da wir ihn erst vor kurzem entdeckt haben und jetzt dabei sind zur Bewachung seiner Überreste ein Fort zu errichten, können wir keine weiteren Magier abstellen. Ganz besonders jetzt nicht, da der Tiermenschenstamm, der in Kerns letzten Tagen zu ihm geströmt ist, zunehmend territorial und streitsüchtig wird. Was ist an Kern so wichtig? Kern mag zwar im Sterben liegen, aber er ist noch nicht verloren. Im Steinmeer liegt das Potenzial, sich die Macht eines Archonten nutzbar zu machen, und dafür sollte es wohl fast unendlich viele Einsatzmöglichkeiten geben. Er berührt seine Lippen mit einem sandüberkrusteten Fingerknöchel und räuspert sich.
Aber bis wir nicht die entsprechenden Forschungen anstellen, werden wir es nicht wissen. Und deshalb widersetzte sich Radix Ashes Befehlen. Meinem Rang steht es nicht zu, solche weitreichende Beurteilungen anzustellen. Der Airtexer stolpert leicht über seine eigenen Worte. Aber ich würde sagen, dass er sie auf seine eigene Weise und nach bestem Ermessen interpretiert hat, statt sie rundweg abzulehnen. Er ist letztendlich ein Mitglied der Eisenwache. Seine Entscheidungen, so schwierig sie auch sein mögen, werden unsere Unterwerfung der Stufe mit Sicherheit vorantreiben. Nicht, wenn dein General und seine gesamte Armee tot sind. Er ringt nach Luft und die Altbrecher hinter ihm rücken näher zusammen und murmeln überrascht. Die Airtex, nicht die Altbrecher. Eine von ihnen, eine Frau mit dünnem rostbraunen Haar, gibt ihm einen derart harten Klaps auf den Rücken, dass dich die Schockwellen durchdringen und sich in die hinter euch liegende Berge fortpflanzen. Wenn sie was? Er schnappt nach Luft, aber wie? Der Oberherr hat ein Edikt der Hinrichtung verordnet. Wenn wir den Brunnen nicht bis zum Kyros-Tag des Schwertes erobert haben, werden alle hier sterben, Ash eingeschlossen. Und jetzt dessen sieht es danach aus, als ob wir außer euch niemanden hätten. Meldet euch bei Zeveus im geschmähten Lager. Er wird weitere Befehle für euch haben. Sagen wir mal, was los ist. Nun, Meister Radix war sich eindeutig über die Schwere der Situation nicht im Klaren. Er wirft den anderen Magiern seinen Zirkel besorgte Blicke zu, als ihm bezüglich der Reichweite des Edikts die Bedeutung der Worte »Alle hier« klar wird. Hätten wir das gewusst, wäre ganz gewiss die gesamte Gilde herbeigeeilt. Ungeachtet dessen sieht es danach aus, als ob wir außer euch niemanden hätten, ja? Oder vielleicht wärt ihr gar nicht gekommen. Jetzt aber, da ihr hier seid und ihr könnt dem Edikt nicht entkommen. Deswegen solltest du dich bei Zeveus im Geschmiedenlager melden und uns helfen, die Schlacht zu gewinnen. Andernfalls werdet ihr, wie wir alle, sterben. Nehmen wir das obere. Mit einem zittrigen Nicken und einem noch zittrigen Salut versammelt der Erdhexer seinen Zirkel. In engem Verbund, murmelnd oder vielleicht auch mit gedämpfter Stimme singend, marschieren die Kampfmagier auf das Tal zu. So, Levelaufstieg auch für ihn. Right. Alle sind ein bisschen angekratzt, außer ihm. So, Levelaufstieg. Was hilft für Wurfwaffen? Stärke. Angriffs- und Fähigkeitsstärke plus 6 Ausdauerverteidigung. Das nehme ich mal gerne. Das steigert nämlich auch meine Athletik etwas. Wobei, was macht Genauigkeit? Einhandwaffen, Zweihand, auch Athletik, parieren. Bisschen mehr davon könnte auch nicht schaden. 3 Genauigkeit, 1% Rüstungsabwehr. Wobei die mit 26% schon echt hoch ist. Ich nehme mal lieber mehr Stärke. Weil das erhöht meine Ausdauerverteidigung. Das müsste die hier sein. Jo. Und bei ihm... für die Einhandwaffen, die er führt, würde ich ihm mehr Rüstungsabwehr mal zusichern. Die ist nämlich gerade bei ihm auf 0, dafür hat er halt einen höheren Rüstwert. So. Wir haben einen Punkt bei ihm. Der geht jetzt erstmal in den Wächter. Weil ich hätte ihn gerne als Tank. Und bei mir? Verteidigung wäre nicht schlecht. Führung wäre allerdings auch nicht schlecht. Zusätzliches Waffenset. 2 zusätzliche Schnellauswahlplätze. Weil hier unten sind ganz nette Sachen, glaube ich. Feind markieren. Verteidigungsbonus bei Stoß. Waffen im Überfluss.
Großwaffen brauche ich nicht. Reichweite. Könnte ich noch was hineinpacken? Angriffe mit Wurfwaffen, Rüstungsdurchdringung zum Beispiel. Erlaubt es Basisangriff mehrfach zu treffen. Bewege dich im Kampf schneller. Hagel aus Hieben. Also ich würde mich lieber auf Reichweite. Magie. Verleiht einen Bonus auf den Wissensskill. Wäre auch nicht schlecht eigentlich. Physische Geschosse zu fangen und zurück auf die Angreifer zu schleudern. Das ist nice. Wenn Ausweichen überlegen ist. Ne, ich mache erstmal Verteidigung, da sehe ich mit dem Schild besser blocken kann, falls ich mal in den Nahkampf kommen sollte. So. Noch ein Hexerstab. Und hier ist was versteckt. Ein Achat.